Oh, war ja. Schon mal auf die Karte. Die haben wir besiegt. Jetzt wollen wir hier hoch zu. Ich weiß gar nicht, wie der Name ist. Eine Gräfin hier. Der Geist in der Puppe. Da gehen wir jetzt hoch. Hier entlang, da wird es dann wahrscheinlich genau den Weg lang. Das kann ja nur unangenehm werden. Wir haben Rose zu retten. Also auf geht's. Skelett ist schon mal gestorben. Na, fantastisch. Können wir es lesen? Nein, können wir nicht. Puppen, die in den Bäumen hängen. Hab ich mal einen Blumenkranz abgelegt. Oh je. Ich kenne Jumpscares. Kinderwagen. Eine Holzpuppe. Was haben wir denn gerade für Munition? Da können wir auch nicht nachladen, oder? Da sieht es auch übel aus. Bleiben uns die Waffe hier. Für die haben wir noch ein paar Schuss. Können wir was herstellen an Schuss? Nein, können wir nicht. Ach du Schande. Schnell rüber, bevor das Ganze einbricht. Können aber noch zurück. Okay. Ethan. Was? Ach du Schande. Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Auf ins Geisterhaus. Da lang, da lang. Verschlossen. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Oh je. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Backe. Und kriegen wir es hier zu tun? Ein großes Grab. Freed from the binds of flesh. Steht no rules to body of death. Okay. Spinne ich jetzt? Sollen wir da irgendwas reinschieben? Gib deine Erinnerungen ab. Ich will doch, auch wenn das nach einer Falle aussieht, will ich nochmal hier kurz nachgucken. Ah, Benvieto. 1987 bis 1996. Aha. Dann mal ab in die Gruft.
Oh, ein Fahrstuhl, der auf Anhieb funktioniert. Das ist gruselig. Oh nein. Ich gehe wieder. Das ist mir zu wild. Ein Fahrstuhl, der funktioniert. In Resident Evil. Da ist was falsch. Das geht ja nicht. Ah, dachte ich mir. Come with me, Ethan. Komm mit mir, Ethan. Okay. Was bleibt mir anderes übrig? Wieder draußen. Ein kleiner Durchgang. Aha, hier geht's jetzt hin. Ein Haus auf dem Berge. Wo ist denn Vietu? Okay. Hier irgendwas zu finden. Okay. Ich würde nach draußen gucken, aber die Tür ist natürlich zu. Die Tür ist offen. Das ist eine Rumpelkammer, wo ich rein bin. Ein paar Äpfel. Da liegt Nährzeugs. Hier können wir weiter. Ich bin bloß nicht sicher, ob wir weiter wollen. Ziemlich ruhig hier. Ich sollte vielleicht erstmal oben nachgucken. Finde nichts gruseliger in Spielen, in Horrorspielen, als für nichts passiert. Und was passieren sollte, aber nichts passiert. Also wie ich nach Hause läuft und hier wirklich eine Puppe. Oh weia. Hier wirklich gar nichts los ist. Stille in Horrorspielen. Dann so kleine Geräusche. Hier ist verschlossen. Okay, ich weiß nicht, ob ich da schon einen Auszug soll. Wir bekommen bestimmt Möglichkeiten. Da noch zu entdecken. Oder nicht? War das jetzt ein Fehler von mir? Um Sachen nicht entdeckt zu haben?
kommst du gar nichts los hier. Muss doch irgendwann mal was passieren. Jemand zu Hause. Da passiert ganz plötzlich etwas. Oh, Kacke. Nö, ich gehe wieder. Ciao. Wir sollten sie jetzt erschießen. Das war klar, dass das nicht geht. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich ist bei klar. dir bleiben? Für immer. Was? Wo ist meine Waffe? Verdammt. Da können wir mal speichern. Puppenwerkstatt. Inventar wurde geklaut. Ist auch abgeschlossen. Muss so einen Code finden, damit wir weiter können. Muss etwas heilen. Da gibt es Symbole mit einem Auge. Verschiedene Symbole. Verschiedene Vögel. Okay, vielleicht finden wir hier mal Hinweise darauf. Ein Rätsel. Die Küche ändern. Ein Schlüssel. Ein Aufziehschlüssel. Ein Ring. Ein Blutjagen. Oh je.
bloßen Finger bekomme ich es nicht raus. Okay, das muss ich mit einer Schere öffnen. Okay, gibt es hier irgendwo eine Schere? Passt auf, steckt Aufziehschlüssel dort rein. Aufziehschlüssel gefallen mir eigentlich gar nicht. Wir brauchen irgendwas wie eine Schere. Müssen wir das Rätsel dort hinten lösen. Müssen wir hier noch irgendwas aus dem Mund nehmen, der Puppe. Merkwürdig. Darauf haben wir auch keine Hinweise gerade. Schaut der das gut an? Ja, aber wozu? Was können wir machen? Aha. Ein Schlüssel. Das ist gar nicht gut. Oh je. Abwaschen. Ehring. Wollen wir mal untersuchen. Vielleicht ist da irgendwas drauf, was war. Gut, vielleicht 05 29 11. Wahrscheinlich das Hochzeitsdatum. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Aufziehschlüssel. Ist ja widerlich. Diese Puppe ist Mia? Aha. Das Auge zeigt einen Raben und Fliegen, würde ich sagen, mit einem Dreieck. Puh, schwierig. Ich würde sagen, so. Und die Augen. So. Der nach rechts fliegende.
Ich habe mal schon einen Hinweis gefunden. Ja, ist richtig. Was ist mit den Augen? Nehmen wir dazu auch noch einen Hinweis. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie was rausholen. Brauchen wir vielleicht einen Code für? Ein E-Ring. Lass mich nochmal sehen. Das war richtig. Okay, wir müssen irgendeinen Hinweis mit dem Auge finden. Er hat keine Waffen dabei. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Natürlich. Fuck. Jetzt kommt hier ein Gegner. Echt scheiße. Die hierher. Aufzuschlüssel. Gibt es da auch Hinweise drauf, welche Reihenfolge es gespielt werden muss? Wie soll ich einfach probieren? Nix. Aha, es liegt noch nicht mal ein richtiger am richtigen Platz. Im ersten. Schaffe nicht mal die ersten Drehung. Das bringt nichts. Okay, da gibt es auch absolut keine Unterschiede zwischen den Regeln. Und jetzt, wo ich sie durcheinander gebracht habe, was soll daraus werden? Lass das mal da, bis ich wieder einen Hinweis habe.
unsere glückliche Familie. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Die Geschichte liebt sie. Das Wichtigste ist in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Verstehe ich nicht. Zwei, drei, vier. Ein alter Filmprojekt und ein paar Filmstreifen. Das ist die 3 ist drin. Können wir irgendwie abspielen lassen? Und ein Band nehmen. Ja, wie es aussieht, gerade nicht. Das ist die Spieluhr. An der Spieluhr ist das der Ring. Also kann jeder von mir wissen, was wir ein Buch finden. Okay. Mal hier irgendwo ein Buch. Mit Village. Das Dorf der Schatten liest es doch, glaube ich, oder? Das Buch müssen wir finden. Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Und du musst doch hier einen Hinweis geben. Das wird später schwierig. Ich hoffe, ich habe mir da jetzt nichts mit verbaut, dass die... den Mist gewechselt habe. Keine Ahnung mehr, wie ich was, wo, wie gewechselt habe.